So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Storm Silver. Wir haben beim letzten Mal zwei der Top 4 geschlagen und widmen uns nun den dritten und vierten Kampf. Die ersten beiden Kämpfe liefen, dafür ist der zweite Versuch schon insgesamt war. Wir haben ja im vorvorletzten Part bereits schon mal uns an der Top 4 probiert, oder an den Top 4, und haben bei Silberkoga gescheitert. Allerdings, nun sind wir beim dritten Trainer angekommen, der entweder Feuer oder Kampf-Pokémon hat, weil der Typ sieht aus wie so ein Kampftrainer. Aber hier ist überall Lava. Es könnte auch sein, dass er halt mit Feuer-Pokémon ankommt. Ich weiß es nicht genau. Wir senden Sayasuke nach vorne. Selbst wenn es Feuer-Pokémon sind, ich glaube nicht, dass Sayasuke sofort besiegt wird. Wir können auch Puri nach vorne schicken. Nein, wir bleiben bei Sayasuke. Ich würde mal sagen, damit starten wir diesen Kampf gegen wie noch immer. Bruno, das klingt mir nach einem Kampftrainer. Bruno, I am Bruno of the Elite Four. I always train to the extreme because I believe in our potential. That is how we became strong. Can you withstand our power? Huh. I see no fear in you. You look determined. Perfect for a battle. Ready, Kaiten. Woher kennst du meinen Namen? Okay, egal. You will bow down to our overwhelming power. Huha! Damit starten wir in den Kampf gegen Bruno. Bin gespannt. Hitmontop, ein Capoeira. Kampftyp. Schwache Spezialverteidigung. Das verringert unser Angriff, das ist egal. Wir greifen an mit Psychic, was gar nicht mehr so viele Angriffe hat, wie mir gerade auffällt. Könnte problematisch werden, aber wir haben ja Elixiere und Äther, das sollte klappen noch. Hitmontop besiegt. Nächstes Pokémon ist Lucario. Okay, Lucario hat scheinbar einen Kampftyp, aber was für ein Zweityp hat Lucario? Ich weiß es nicht. Er würde Lucario nicht reinschicken, wenn er nicht einen guten Angriff gegen uns hätte. Heißt, wir müssen auswechseln. Frage ist nur auf wen. Was hat denn Lucario für einen Zweityp? Ich hoffe, dass es nur Kampf ist. Wir schicken Ock rein, weil Ock ist das schnellste Pokémon. Wenn Ock nicht schnell genug ist, also ich weiß auch, dass Lucario sehr schnell ist, deswegen, wenn Ock nicht schnell genug ist, um Lucario zu übertrumpfen bei der Geschwindigkeit her, kann es keiner. Und Ock ist schneller, dank seines Items. Aurasphäre, ja genau, das ist der Angriff, vor dem ich Angst habe. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er anrichtet. Und das ist nur normal effektiv. Das ist schlecht. Jetzt kommt Aurasphäre. Bitte sag mir, dass du den Angriff überlebst. Ockt. Ockt überlebt. Fliegen. Nein! Rio-Attacke. Wir hätten wechseln sollen. Was für ein Zweityp hast du, verdammt. Ich will wissen, was für ein Zweityp du hast. Ich weiß, du bist vom Typ Kampf, aber ich kenne deinen Zweityp nicht. Bist du vom Typ Stahl? Wir schicken Vranja rein, unser zweitschnellstes Pokémon. Und hauen Fireblast raus. Oh, er ist trotzdem schneller als wir. Lucario ist trotzdem schneller als wir. Und das 8 Level über uns. Aber Vranja hält stand und Fireblast kommt durch. Jetzt ist die Frage. Sehr effektiv. Dann hast du einen Stahltyp. Du mieses Etwas hast einen Stahltyp. Kein Wunder, dass es nicht reicht für Ott. Okay, nächstes Pokémon Hitmonlee. Kigli. Wir haben Ott verloren. Das gefällt mir gar nicht. Wir schicken... Wen schicken wir rein? Ich würde gerne Ockt wiederbeleben. Weil Ockt ist so schnell jetzt und hat so starke Angriffe, dass er eigentlich ohne Probleme Kigli umhauen dürfte. Ich bin mir bei Sayasuke nicht so sicher. Eigentlich müsste Sayasuke schneller sein. Gib mir Sayasuke rein. Ich habe so die Befürchtung, dass sie es nicht hinkriegt. Aber wir probieren es. Wir schicken Sayasuke rein.
So, Kidli. Level 52. Psychic. Und das Kidli ist schnell und kann Erdbeben. Ist das dein Ernst? Erdbeben. Aber es juckt Sayaska nicht wirklich. Hey. Wie viel Schaden? Wie viel Schaden? Wie viel Schaden? Genug Schaden. Kidli besiegt. Nispuk und Hariyama. Okay, Hariyama. Hariyama, reiner Kampftyp. Könnten Vranya reinschicken und aber Hariyamas Angriff halbieren. Denn Hariyama hat unglaublich viel Leben. Das geht so in Richtung Puri, wenn nicht drüber, glaube ich. Wir könnten Simmas reinschicken und ihn physischen Angriffen malträtieren. Wir könnten auch Sayaska drin lassen. Wie viel lassen Sayaska drin? Jetzt bin ich gespannt, wie schnell dieses Hariyama ist. Es ist langsamer als wir. Und jetzt bin ich gespannt. Hälfte, Dreiviertel. Es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Aber Sayaska wird diesen Angriff nicht überleben. Wie bitter. Wie unglaublich bitter. Wir schicken Vranya rein. Mit Will-O-Wisp. Jetzt kommt nämlich der Full Restore. Das heißt, wir können unangefochten Will-O-Wisp einsetzen. Und wehe, das trifft nicht. Das muss treffen. Es trifft. Okay, Will-O-Wisp. Draußen. Hariyama brennt. Gut, jetzt ist die Frage, was machen wir nun? Wir wechseln auf Simmas. Hariyama setzt Substitute ein. Verbrennt weiterhin. Ich überlege gerade, ob ich die Zeit nutze, um wen zu heilen. Ich heile Okt. Ich werde jetzt in aller Ruhe Okt heilen. Oder, Moment. Bullet Seed. Setzen wir Bullet Seed ein? Ich warte noch. Werde gleich Bullet Seed einsetzen, nachdem ich Okt wiederbelebt habe. Wir müssen ihn so oder so wiederbeleben. Wann wir ihn wiederbeleben, ist egal. Daher Okt wiederbeleben. So ist. Okay. Focus Punch. Ach, herrje. Ach, herrje. Okay, es macht gar nicht so viel Schaden. Es macht gar nicht so viel Schaden. Bullet Seed. Okay. Ich habe gehofft, dass der Substitute komplett verschwindet. Ja, er ist weg. Komm schon, Simmas. Nein, du triffst nur dreimal. Und Focus Punch geht daneben. Jawoll. Psycho Cut. Damit hat sich das erledigt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hitmonchan, ein Nokshan. Wir wechseln auf Okt. Okt ist hoffentlich so schnell, dass es kein Problem darstellt. Ich hoffe wirklich, dass du so schnell bist. Fliegen. Jawohl, du bist so schnell. Eisschlag geht daneben und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wenn es nicht reicht, haben wir Okt verloren. Sehr schön. Wunderbar. Nächstes Pokémon. Machamp und Machomai. Wechseln wir aus oder bleiben wir drin? Wir bleiben drin. Level 55. Fight as hard as you can till you faint. Fliegen. Wir sind schneller als Machomai.
Dynamic Punch geht daneben. Jetzt kommt die große Frage. Reicht es aus für einen One-Hit? Nein, tut es nicht. Es reicht nicht für einen One-Hit. Und damit wird Ock jetzt besiegt werden. Außer er verfehlt mit Steinkante. Fliegen. Was ein Glück. Was ein Glück. Sehr gut. Was ein Glück. Wir haben gewonnen. Why? How could we lose? Ach Gottchen. Having lost, I have no right to say anything. Go face your next challenge. Okay, wir gehen in den nächsten Raum. Bin gespannt, wer dort auf uns wartet. Was für ein Typ. Das ist nicht Unlicht, oder? Sag mir nicht, dass das Unlicht ist. Wir kriegen ein riesiges Problem, wenn das jetzt tatsächlich Unlicht ist. Es sieht aber ehrlich gesagt ganz danach aus, als wenn... Och nein. Nein. Nicht Unlicht. Okay, wir haben keine andere Wahl. Wir werden uns erstmal heilen. Einmal. Hockt. Einmal. Rania. Einmal. Sinmas. Dann kriegt Sayaska noch den Revive. Und dann noch die Wiederbelebung. Jetzt ist allerdings die Frage, die Wiederbelebung, den Heil. Die Hyper Potion. So. Und sind 40 Hyper Potions und nur 28 da. Es sieht bis jetzt gar nicht so schlecht aus, was das angeht. Jetzt ist aber die große Frage. Wie steht es um die Angriffe? Psychokinese können wir hier wohl vergessen, deswegen werde ich mal nicht so viel Wert drauf legen, dass wir nur noch zweimal Psychokinese haben, weil Focus Blast dürfte sehr viel interessanter werden hier. Mit 120 Schaden. Das dürfte gut Schaden richten. Okay. Wie sieht's bei Ock aus? Ock braucht kein Ether. Sinmas braucht definitiv keinen. Vranja auch nicht, würde ich sagen. Kuri auch nicht. KB auch nicht. Okay. Jetzt nur die Frage, wen schicken wir nach vorne? Ich möchte nicht Sayaska nach vorne schicken. Wir schicken unser schnellstes Pokémon nach vorne und das ist Ock. Wüsste nicht, wer besser geeignet ist. Wir lassen Ock vorne. Und gucken mal, was jetzt passiert. I'm Karen of the Elite Four. You're Kaiten? How amusing. I love Dark-type Pokémon. Unlicht. I'm known for my overpowering tactics. Think you can take them? Just try to entertain me. Let's go. Unlicht. Mighty Jena. Reines Unlicht-Pokémon. Gegen Unlicht haben wir eigentlich nur KB und Sayaska. Und das auch wirklich nur, wenn sie schneller sind. Und KB auch nur, wenn er wirklich zum Angriff kommt. Donnerwelle. Das hat unseren Angriff reduziert, deswegen... Bitte, 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 Superzahn. Okay, ist nicht so schlimm, er setzt Superzahn ein. Ist alles verkraftbar. Superzahn ist verkraftbar. Jetzt wechseln wir aus. Frage ist, auf wen? Sinmas. KB wird seinen Auftritt noch kriegen. In diesem Kampf, da bin ich mir... Attract. Wirklich. Sinmas, mach keinen Mist. Danke. Jetzt zeig mal, wie viel Schaden du damit anrichtest. Wenig.
Und du kannst Feuer zahlen, okay. Rimmers ist weg. Oh. Oh, ich sollte nicht so voreilig denken. Wenn ich jetzt das nochmal probiere, wird Silmas wahrscheinlich nicht zum Angriff kommen. Ich wechsle aus. Oder bleibe ich drin? Bin unschlüssig. Wenn er nochmal Feuerzahl einsetzt, wir probieren es. Wir bleiben drinne. Bullet Seed. Bitte greif an. Nein. Okay. Das hat nicht funktioniert. Er hat nicht gecrittet bisher. Wir wechseln aus auf KB. Ich habe versprochen, du kriegst deinen Auftritt. Mighty Jena ist paralysiert. So, KB. Focus Punch. Ich hoffe mal, es funktioniert. Sehr schön. Mighty Jena besiegt. Wir haben noch keinen verloren. Es ist noch alles offen. Nächstes Pokémon. Houndu. Hunduster. Feuer und Licht. Ich habe gehört, wir haben da was gegen. Huri, du hast eine Chance, die Hydropumpe jetzt einzusetzen. Verringert unseren Angriff, das ist unwichtig. Der erste Angriff wird durchgehen von Houndoom, egal was wir machen. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass Pu überlebt. Nasty Plot, es steigert seinen Spezialangriff, glaube ich. Ja, jetzt kommt die Frage. Hydropumpe plus der plus Effektivität. Das muss richtig viel Schaden anrichten. Es reicht nicht für den One-Hit. Es reicht nicht für den One-Hit. Das ist so bitter. Surfer. Oh, Dark Pulse wird jetzt sehr viel Schaden anrichten, glaube ich. Oh, oh, okay, nicht genug. Puri schreckt zurück. Warum? Wen soll ich jetzt reinschicken gegen ein Pokémon, was dessen Spezialangriff so enorm gestiegen ist? Das muss irgendwer schneller sein. Ich muss Puri jetzt draufgehen lassen. Ich habe keine andere Wahl. Surfer. Ja, Hitzewelle. Wir schicken gleich Okt rein. Ich hätte es mir gewünscht, dass dieser Angriff Puri nicht besiegt hätte. Wir müssen entweder Okt oder Varania reinschicken. Aber Varania hat nur Feuerattacken, daher schicken wir Okt rein. Und jetzt kommt die große Frage. Fliegen. Dark Pulse geht daneben. Jetzt kommt Fliegen. Muss genug Schaden richten. Okt hat, ja, es reicht. Definitiv. Sehr schön. Sehr schön. Ein Problem weniger. Da wird es 49 für Okt. Wunderbar. Honchkrow. Verdammt. Wir haben Puri nicht mehr. KB. Es gibt keinen, der besser gegen einen Flugpuppen geeignet ist, außer KB, wenn Puri besiegt ist. KB, Steinkante. Jetzt, oh, das könnte so nach hinten losgehen für ihn. Das könnte so übel nach hinten losgehen. KB, komm. Greif an, bitte. Ja, das wird so viel Schaden anrichten. Oh, das wird so viel Schaden anrichten. Jawoll! Ich hab gesagt, du kriegst deinen Auftritt in diesem Kampf. Spirit Tomb. Spirit Tomb. Ich hab keine Ahnung, was das für ein Pokémon ist. Muss irgendein Unlicht-Pokémon sein. Sayasca? Ich habe Angst, Sayasca reinzuschicken. Sie könnte mir so umgehauen werden mit einem Angriff. Wir schicken Sayasca rein. Wir probieren's. Sie kommt sowieso sonst nicht zum Einsatz in diesem Kampf. Ich glaube, das ist ein Feuer- und Licht-Pokémon. Okay, das kenne ich nicht. Focus Blast.
was, es geht daneben. Du bist ein Geist-Pokémon. Du. Autsch. Ein Geist-Pokémon. Jetzt haben wir ein Problem, glaube ich. Ich weiß nicht. Was? Gegen Geist sind Geistattacken effektiv. Hätte ich Spukball einsetzen müssen. Unlichtattacken sind auch effektiv. Ich könnte Okt reinschicken und damit es probieren. Aber was ist denn bitte gegen Unlicht und Geist effektiv? Oder zumindest gegen eins der beiden, aber gegen das andere dann nur normal effektiv. Was? Kampf hat keinen Sinn. Normal trifft nicht. Psycho ist unnütz. Es bleibt eigentlich nur Unlicht und Geist. Alles andere macht keinen Sinn. Wir schicken... Und ich weiß nicht, wie ist das mit Flugattacken? Treffen Flugattacken Geist-Pokémon? Wenn nicht, haben wir gleich ein riesiges Problem, wenn ich Okt reinschicke und feststelle, hey, das war falsch. Blin. Wir setzen auch Nasty Plot ein. Oh nein, fang nicht damit an. Okay, Fliegen trifft. Jetzt die Frage, wie viel Schaden machst du damit? Zu wenig! Dark Pulse wird treffen und Schaden richten und auch ausreichen. Ja. Verdammt! Wir könnten Brania reinschicken und Toxin einsetzen. Das wäre gemein. Wir könnten auch Simmers reinschicken und mit Biss angreifen und hoffen, dass er zurückträgt. Wir schicken Simmers rein. Und werden Biss einsetzen. Das ist zumindest normal effektiv. Aber er schreckt nicht zurück. Keine Chance, dass dieses Pokémon zurückschreckt. Okay, wir haben auch Simmers verloren. Langsam wird's kritisch. Wir schicken Kaby rein. Es tut mir auch ein bisschen leid, Kaby, aber du musst jetzt das Kanonenfutter sein. Okay. Wir setzen ein Beleber ein. Für Okt. Wir brauchen Okt. Okt ist so wichtig jetzt gerade. Jetzt Embargo ein. Ja gut, wir können jetzt keine Items für einsetzen. Geht das nur für Kaby oder können wir generell keine Items für einsetzen? Hypertrank für Okt oder eher nicht? Oder probieren wir anzugreifen? Oder beleben wir wen wieder? Wir beleben noch wen wieder. Nämlich Simmers. Aha, wir können keine Items zu einsetzen. Okay. Iron Head. Jawoll. Sehr schön. Das ist ein Level Up. Level Up für KB. Umbreon. Umbreon. Einzige Pokémon, was eine Kampfattacke beherrscht, die sofort einsetzbar wäre, ist besiegt. Umbreon ist ein reines Unlicht-Pokémon. Brania. Die Strategie einsetzen, die ich bisher noch nie verwendet habe. Umbreon ist auch gleich speziell an Toxin. So, damit sind sowohl wir als auch er vergiftet. Das ist natürlich schlecht. Ist aber nicht so schlimm, denn wir haben die Möglichkeit auszuwechseln. Gut, er auch. Aber... Worbe zieht ihm das wenig ab. Wir wechseln auf wen? Du kannst Dark Pulse, das weiß ich. Wechsel auf KB. Damit wir nicht von mehr vom Gift betroffen sind. Und er setzt weiter Doppelteam ein. Das gefällt mir gar nicht. Es könnte sein, dass er immer weiter Doppelteam einsetzt. Deswegen probiere ich es jetzt. Focus Punch. Er setzt weiter Doppelteam ein.
Das könnte ein riesiges Problem werden, was er gerade macht. Focus Punch trifft. Jawoll. Das wird so viel Schaden anrichten. Hahaha, Critical Hit. Danke, KB. Ich wollte dich eigentlich als Schutzschild verwenden für die anderen, aber das war nicht nötig. Absol. Absol. Unlicht. Bleiben wir drin und probieren Focus Punch aus? Wir bleiben drin. So. This is far from being back into a corner. So. Focus Punch. Bitte greif mich nicht an. Okay, es richtet keinen Schaden an. Focus Punch hat aber keinen Sinn. Iron Defense. Wir können diesen Kampf hinauszögern, wie wir gerade lustig sind. Es hat nur Normalattacken, also physische Attacken. Wir können diesen Kampf so lange hinauszögern, wie wir das wollen. KB, das ist so gut, dass ich die Iron Defense nicht verlernt habe. Es zahlt sich jetzt gerade richtig aus. Deine Angriffe dürften jetzt gar keinen Schaden anrichten. Nö, jetzt sind sie nutzlos. Wir sind zwar paralysiert, aber es ist egal. Dieses Absol hat gegen uns nichts auszurichten. Okay, außer es crittet scheinbar. Baby setzt weiter Iron Defense ein. So, wir haben jetzt plus 6 Verteidigung. Werden KB jetzt heilen, weil ich möchte nicht, dass er mir in diesem Zustand jetzt verloren geht. Das ist mir zu riskant. So. Jetzt kann das Absol gern machen, was es möchte. Wir greifen in aller Ruhe an mit Iron Head. Geht daneben. Wir sind paralysiert, ist kein Problem. Wir greifen weiter mit Iron Head. Ich glaube, wir werden zwar immer wieder AP dadurch verschwenden. Das ist aber nicht so schlimm. You're no ordinary traitor to have gotten this far. Ja. Das war ein normaler Angriff, muss man sich mal geben. Das war gerade kein Crit, das war ein ganz normaler Angriff. Das heißt, KB würde es besiegen. Well, aren't you good? I like that kind of trainer, oder so? Glaub schon. Strong Pokémon, weak Pokémon, that is only the selfish perception of people. Truly skilled trainers should try to win with their favorites. I like your style, you understand what's important. Keep moving, the champion is waiting. Wir haben es geschafft. Trainer Nummer 4, besiegt. Unser Team ist ein bisschen zerrupft gerade. Es geht aber. Es geht alles. Wir sind direkt vorm Champion. Es kann uns eigentlich jetzt nichts mehr aufhalten. Erstmal alle wiederbeleben. Aller Ruhe, alle wiederbeleben. Es gibt nichts, was uns jetzt noch irgendwie großartig daran hindern könnte, gegen den Champion anzutreten. Wir müssen ihn nur noch besiegen. Dann noch Varanio und KB von der Paralyse und vom Gift befreien. Und dann... Warum bin ich aus dem Menü rausgegangen? Das war doof. Antidot für Varanio. Gegengift. Wenn ich es finde. Nee, Paraheiler. Ja. Und KB. Und den Rest hochheilen. Einmal Okt. Einmal Sayaska. Es dauert alles ein bisschen länger, weil ich das alles per Hand machen muss. Sinnmaß. Und ich kann sogar jemandem den Trank jetzt geben. Das ist zwar ein bisschen lustig, weil... Naja. Es ist ein Trank. Aber ich kann sogar den Trank verwenden, sinnvoll jetzt. Hier, die Potion. Wer kriegt die denn? Anja. 17 Punkte. Ich glaube, damit werde ich in den Kampf gehen. Ich hoffe wirklich, dass die 16 Punkte oder wie viel das sind. Ne, 12. 12 Punkte, die KB fehlen nicht hinter
das auslösen werden, dass wir verlieren. Gucken jetzt nochmal durch. Es sieht recht gut aus. Wir haben Ock noch, der ist gut dabei. Wir haben Sayaska noch, sie ist auch noch recht gut dabei. Mit zweimal Psyche könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Kriegt ein Äther. Der erste kriegt ein Äther für Psychic. Und der Rest wird sich nicht ändern. Kaby kriegt auch ein Äther für Stone Edge. Steinkante. Wir haben ja welche. Einmal für Sayaska. Psychic. Und für Kaby Stone Edge. Damit ist dieser Part auch vorbei. Wir haben den dritten und den vierten Trainer der Top 4 besiegt. Wir widmen uns nun im nächsten Part dem Champion. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part Pokémon Storm Server. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.